Jimmy's Fault. Wir sind jetzt auch schon vorher auf dem Traumzeitfestival. Aber Scherz beiseite, Traumzeitfestival 2010, wir sind am dritten Tag. Sag uns doch einfach mal, wie dir bisher so der Erfolg und die Stimmung, die Atmosphäre, das Wetter etc. alles einfach gefällt. Ja, ich denke, es ist mal bisher ein super Festival. Das Wetter war natürlich ein bisschen zu heiß die ersten beiden Tage. Die Stimmung ist, glaube ich, wunderbar. Wir haben ja viele Neuerungen, viele neue Situationen. Wir haben das Square, die Außenwände, die ganzen Meterbühne umgezogen, künstlerisch gestaltet haben. Wir haben wirklich eine Belebung auf fünf Bühnen. Also ich bin sehr zufrieden, die Crew ist richtig zusammengewachsen. Wir haben viel Spaß miteinander und abends wird dann der Grill angeschmissen. Die Musiker fühlen sich hier wohl, egal aus welchem Genre, aus welcher Musikrichtung sie kommen. Ein bisschen übel mitgespielt hat uns natürlich die WM, aber auf der einen Seite haben wir uns natürlich wahnsinnig. So 4-0 hat zwei Seiten. Das macht natürlich Spaß, ne? Aber wir haben gestern schon auch deutlich weniger Zuschauer gehabt, als wir gehofft hatten, weil natürlich ganz klar jeder zu Hause den Grill angeschmissen hat und Deutschland geguckt hat. Aber okay, das ist. Aber ja, zumindest später bei der B-Plantation sind auch viele gekommen, habe ich zumindest so den Eindruck gehabt. Da war es dann wieder richtig voll. Auch die Abendkonzerte waren ja auch sehr gut besucht. Mittags, sehr schade, zwei Bands, die im ersten und zweiten Halbzeit gespielt haben, die hatten keine guten Karten. Aber so ist es immer, alle zwei oder vier Jahre, wenn du hier unterwegs bist. Jetzt wird es natürlich aus deiner Sicht schwierig sein, jetzt zum Highlight Stellung zu nehmen, weil du ja da so ein bisschen als Moderator die Schwierigkeit hast, jetzt niemanden bevorzugen oder benachteiligen zu wollen. Aber ich möchte eine Sache mal speziell selber erwähnen. Gestern Chili Gonzalez und Helge Schneider. Ich meine, in der Halle waren geschätzte 65 Grad, trotzdem war die Halle voll. Da floss der Schweiß in Strömen, aber alle hatten riesigen Spaß, oder habe ich das nur so empfunden? Ich denke schon, das war halt auch ein. Das sind für mich genau die Traumzeitprojekte. Also wenn Chili Gonzalez auf Helge Schneider trifft und Helge nicht sein normales Programm spielt, sondern sich wirklich einlässt zu einer Komplettimprovisation mit Chili Gonzalez, der ja für mich der franco-kanadische Schneider ist, dann ist das wirklich ein Konzert, was es nur so auf der Traumzeit gibt. Es gibt. Wir haben ja die Schlagwerke der Philharmoniker gehabt. Wir haben heute noch Efterklang mit einem Kinderstreichorchester. Auch das sind Sachen, die finden nur hier statt. Die gibt es sonst nirgendwo zu sehen. Und solche Projekte sind natürlich das, was ich gerne ein bisschen ankurbel und was auch meine Geheimfavoriten sind. Das kann ich wirklich zugeben. Es gibt ja tolle Jazzbands, tolle Weltmusikgruppen und super Popmusik hier. Aber wenn dann diese Bands, egal aus welcher Musikrichtung, bereit sind, sich auf ein Spezialprojekt einzulassen, dann ist es viel Gänsehaut. Ich denke auch. Also man spricht natürlich jetzt ein paar mehr Leute an, die vielleicht früher nicht zum Traumzeitfestival gekommen wären. Gleichwohl gibt es auch natürlich ein paar Stammbesucher, Entschuldigung, die dadurch einfach irritiert sind, die sich auch überfordert fühlen, dadurch, dass es so viel Programm gibt. Man hat eben nicht mehr das Rundum-Sorglos-Paket. Man geht hin, setzt sich hin und hört drei, vier Konzerte durch und geht nach Hause zufrieden. Man muss eben wirklich sehr mündig wählen. Also man muss selber eben sich seinen Fahrplan machen und... Also praktisch so wie an der Uni, dass man dann plötzlich ins Wasser geschissen wird. Ja, also okay, aber das darf ich doch bei dem Kulturpublikum, was wir hier haben und bei den jungen Leuten einfach voraussetzen. Also wir haben eine unheimliche Offenheit hier, das ist sehr schön und die wünsche ich mir halt aus allen Zielgruppen, aus allen Altersschichten und ich finde es ganz toll, wenn eben die Leute aus der B-Plantation, also die Kids von 16 bis 25 plötzlich zum Jazzkonzert gehen und sich das Orchester aus dem Natural anhören und völlig begeistert sind, weil sie nie sonst auf die Idee kämen, zu einem Big Band Konzert zu gehen. Und auf der anderen Seite sind vielleicht die einen oder anderen, sagen wir mal, kulturinteressierten Normalbürger, geraten hier in diese Welt von Beat Plantation und dieses bunte, schrille Durcheinander und sind teilweise völlig begeistert, was da brodelt, was da entsteht an Leben. Also das, ja, und das mag ich sehr. Jetzt aus der Sicht des Festivalleiters, was hast du selber als besonders gut empfunden und was würdest du beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Jetzt sind wir noch mitten im Festival, das kann ich noch nicht alles. Das war Zwischenfazit. Sogar spontan. Also ich würde glaube ich nicht mehr, ich würde mir schon mal genau überlegen, wenn Deutschland spielen könnte, dass man dann nicht unbedingt so viel Programm macht. Ja gut, aber das war ja eigentlich auch nicht voraussehbar, so in der Form. Ja,
Gut, wir hatten zwei, also wenn Deutschland weitergekommen ist, dann gab es zwei Optionen, je nach Gruppen erste, Gruppen zweite. Und dann kann man diese ganzen Spekulationen, was ist wenn, wenn man danach das Programm gestaltet, hat man ganz komische Löcher, das wollten wir auch nicht. Und wir wollten auch nicht uns dem Fußball unterordnen und Public Viewing machen. Trotzdem würde ich, also seit 2006, glaube ich, hat Fußball nochmal eine andere Bedeutung. Das war in den Jahren davor nicht so, also das war nicht so beeinflusst. Und dadurch, dass wir eben jüngeres Publikum haben, sind dann auch schon Leute, die natürlich Fußball gucken, zu Hause geblieben. Das muss man, glaube ich, also gut, im nächsten Jahr haben wir das Problem nicht, 2011, da haben wir sowieso Kulturwüste. Also werden wir, glaube ich, ein schönes Festival machen können. Was würde ich sonst noch machen? Was würdest du also sagen, dass es so gut gelungen, dass du das auf alle Fälle nochmal machen würdest oder vielleicht sogar noch ausbauen würdest? Ich würde es jetzt in dem Stil weitermachen. Es gibt sicherlich hier und da ein bisschen Feintuning zu machen, dass man, das habe ich im letzten Jahr schon ein bisschen was draus gelernt, dass gewisse Überschneidungen, dass man die eben nicht genau parallel setzt. Aber wir sind in einem Prozess, wir sind in einem Wandlungsprozess, was das Festival angeht. Ich glaube, dieser Prozess dauert noch 2-3 Jahre. Also wenn es dahin führt, dass man wirklich gleichberechtigt eben Jazz, Weltmusik, Popmusik, auch Elektronik und experimentelle Sachen hat, dann braucht es noch ein bisschen, bis sich das rumspricht in allen Szenen und Kreisen. Und da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Und ich glaube, das Festival ist jetzt schon einmalig. Also durch den Ort und durch die Vielfältigkeit. Und diesen Ort gibt es halt nirgendwo. Diese ganzen anderen Hallen, die sich mit der Patina vergangener Industriekultur schmücken. Das ist ja alles schön und gut, aber es sind meistens nur eine Halle, wie jetzt Jahrhunderthalle Bochum oder Halle Zweckel. Da gibt es einen Ort, wo da wird was reingepflanzt. Hier haben wir wirklich eine Welt, eine Traumwelt. Also wir haben die Möglichkeit, den ganzen Park zum Leben zu erwecken und da den 3 Tage so zu beleben, dass es wirklich ein unverwechselbares Festival ist. Das muss man ausbauen. Also abschließend, ich habe gestern mit Professor Dieter Grönemeyer kurz zu Gast war hier und er sagte, er ist von dem Aufbruch in Duisburg, besonders auch von diesem Festival, total begeistert, von dieser Location begeistert. Und ich denke, solche positiven Sätze, gerade aus einer Nachbarstadt, sollten wir aufnehmen und es einfach nächstes Jahr wieder so machen. Ich gratuliere zumindest dazu. Dankeschön.